Wir stehen an einem Scheideweg in Deutschland, wo es darum geht, unser freiheitliches System zu bewahren und möglicherweise etwas mehr dafür zu tun, als nur alle 4 Jahre oder bei Landtagswahlen Stimmen abzugeben und irgendwelche Parteien zu unterstützen, von denen wir uns erhoffen, dass sie dann in Parlamenten, die träge sind und die auch nicht in der Weise arbeiten können, wie es die Probleme erfordern, dass diese Parteien für uns etwas bewegen. Das wird aber aufgrund der Entwicklung, die wir hier in Deutschland haben, nicht mehr so einfach möglich sein. Wir müssen unser Schicksal so langsam aber sicher selber in die Hand nehmen. Das heißt, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen protestieren, wir müssen unser bürgerliches Umfeld riskieren, wir müssen es verlassen, unsere gesicherten Existenzen riskieren, denn das, was wir in Deutschland erleben werden, das wird unser aller Existenzen gefährden, ob wir wollen oder nicht. Diejenigen, die noch etwas über materielle Dinge verfügen, die können ihre Kinder auf Privatschulen schicken, die können sich einigeln oder Schutzzäune um ihre Häuser oder ihre Wohnungen bauen. Das alles wird nichts bringen auf Dauer, denn die Entwicklung wird uns einholen. Aus aktuellem Anlass nehme ich Stellung zu einem Gesetz, was am Freitag beschlossen werden soll, das massiv unsere Freiheitsrechte beeinträchtigen wird. Wir haben in den letzten Jahren die Chance gehabt, über die sozialen Netzwerke bei Facebook oder bei Twitter Menschen über Dinge aufzuklären, die sie durch die staatlichen Medien niemals hätten erfahren können. Dadurch, dass wir diese Möglichkeit hatten, wurden die staatlichen Medien auch gezwungen, letztendlich zu berichten. Das ist natürlich denjenigen ein Dorn im Auge, die mit ihrer Politik etwas verfolgen, das unter Umständen, wenn es rauskäme, beim Bürger nicht auf Zustimmung stößt. Das heißt, man möchte diesen sozialen Netzwerken und denjenigen, die diese sozialen Netzwerke nutzen, an den Kragen gehen. Ich gehöre auch dazu. Ich habe über Twitter einen Account, der heißt Lawyer Berlin, in dem ich alles aufgreife, was ich denke, das ansonsten nicht aufgegriffen wird. Und ich versuche, soweit die Menschen zu informieren, wie es mir möglich ist. Und das auch als Anwalt und das auch unter Einsatz meiner anwaltlichen Kenntnisse. Und dann kann schon mal durchaus die Gefahr bestehen, dass man angefeindet wird, dass Menschen versuchen, einen zu bezichtigen, bei der Anwaltskammer anzuschwärzen oder direkt die Existenz zu bedrohen. Das ist mir egal. Denn es geht um mehr. Es geht um die Existenz und es geht darum, dass ich von mir selbst und auch von meinen Kindern ein gutes Gewissen bewahren kann, dass ich mich in dieser Zeit der Unfreiheit gegen Missstände in diesem Land wäre. An diesem Freitag soll jetzt ein Gesetz erlassen werden, ein Netzwerkdurchsuchungsgesetz, man könnte auch sagen Meinungsfreiheitsbegrenzungsgesetz, das sich ganz gezielt gegen Kommentare und Äußerungen in sozialen Netzwerken wendet. Es werden immer wieder die Stichworte Fake News oder Hate Speech genannt und niemand weiß so ganz genau, was das ist. Im Grunde genommen haben wir auch völlig ausreichende Gesetze. Es gibt die Beleidigungsparagraphen, es gibt auch politische Paragraphen im Strafgesetzbuch, die eigentlich bisher immer alles abgefangen haben, was, denke ich, vielleicht problematisch ist. Auch wenn ich als Freund und Anhänger der absoluten Meinungsfreiheit im Grunde genommen überhaupt nicht einsehe, dass man überhaupt irgendwelche Meinungen von Menschen einschränken sollte. Aber wir haben leider Gottes eine Entwicklung in Deutschland, die Political Correctness, die massiv unseren Artikel 5 des Grundgesetzes, die Meinungsfreiheit, einschränken will. Und einer der Totengräber dieser Meinungsfreiheit ist unser Bundesjustizminister Maas. Er hat das neue Gesetz forciert. Und er will es am Freitag durch den Deutschen Bundestag peitschen.
Und wenn ich mich umsehe auf den Straßen und vor dem Reichstag, es ist kaum jemand dort, der ihm etwas entgegenhält. Kein Protest, keine Unruhen, keine Demonstration, nichts. Dabei spüren wir jeden Tag, dass die Meinungsfreiheit beschnitten wird. Und wir spüren es auch in uns selber. Ich meine, jeder kann nur so weit seine Meinung äußern, wie er denjenigen nicht beleidigt, der ihn ernährt. Manche sind etwas freier von uns und manche sind total unfrei. Manche verlieren sofort ihren Arbeitsplatz und manche werden geschnitten, privat geschnitten und manche haben auch extreme Schwierigkeiten sogar in ihrer eigenen Familie. Sagen Sie mal vor einem Kindergartenkind oder vor einem Schulkind Ihre Meinung pointiert. Und dann geht das Kind vielleicht einen Tag später in die Schule, in den Kindergarten, gibt diese Meinung wieder. Und der linke Lehrer fragt dann, woher hast du das denn? Tja, und plötzlich gibt es Schwierigkeiten bei der Schulwahl oder vielleicht auch Schwierigkeiten für das Kind oder Schwierigkeiten für die Familie. Vielleicht kommt sogar das Jugendamt nach Hause. Das ist alles absolut nicht ausgeschlossen. Dazu gibt es reichlich Literatur, das kann man nachlesen. Die Jugendämter sind in dieser Hinsicht auch ein willfähriger Vollstrecker eines politischen Systems, das die Meinungsfreiheit aushebeln möchte, weil die Meinung, wenn sie frei artikuliert wird, sich mit Zuständen, die in unserem Land sich entwickeln, nicht einverstanden erklärt. Zuständen, die durch die Einwanderungspolitik unserer Regierung provoziert werden. Deutschland soll in eine multikulturelle Gesellschaft umgeformt werden und das auf Teufel komm raus. Mit Menschen, die mit unserer Kultur nichts anfangen können, die auch Deutschland letztendlich ablehnen, sondern die hierher kommen, hier arbeiten wollen oder vielleicht auch nicht arbeiten wollen, jedenfalls unsere sozialen Systeme nutzen wollen. Wir können jetzt darüber philosophieren, welche genauen Absichten der eine oder andere damit verfolgt, unser Land so dermaßen umzugestalten. Eins ist jedoch klar: Wenn Sie und ich Mathematik beherrschen, in 10 bis 15 Jahren werden wir unser Land nicht mehr wiedererkennen. Und viele Menschen haben damit ein Problem, ich auch. Und deswegen wehre ich mich dagegen mit allen Möglichkeiten, die mir bleiben. Und das ist nun mal in erster Linie meine Meinungsäußerung in sozialen Netzwerken wie Twitter oder auch Facebook. Und es geht um ganz bestimmte Meinungen. Schauen Sie, wie weit das Ganze schon gekommen ist. Da haben wir einen Künstler wie Xavier Naidoo, der absolut nicht im Verdacht steht, Mitglied der AfD zu sein oder rechtsradikales Gedankengut zu äußern oder rechtsradikal zu sein und singt von Politikern, die Marionetten sind. Udo Lindenberg hat mal gesagt, Politiker sind Verbrecher. Hat sich keiner drum gekümmert. Aber heutzutage ist man etwas empfindlicher geworden, weil der Begriff Marionetten sicherlich nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. Und wer meldet sich dann zu Wort? Wer sagt, nein, Silvia, du darfst deine Meinung äußern. Das ist ja auch Kunstfreiheit. Fast niemand. Fast niemand. Denn in der Kunstbranche gibt es im Prinzip keine rechte Meinungsäußerung. Es gibt sie einfach nicht. Sie ist tabu. Und ein Künstler, der sich heute nicht nur für die Meinungsfreiheit von Xavier Naidoo einsetzt, sondern auch sagt, Xavier, du hast recht, den wird man nicht finden, weil er nämlich dann unten durch ist in unserer ach so freien Gesellschaft, die gar nicht so frei ist. Und dann das Beispiel des Eishockeytorwarts. Überlegen Sie sich mal. Der Mann macht ein Like hinter einem kritischen Kommentar zu Hillary Clinton. Es ist doch völlig egal, ob die mit Hitler oder mit Stalin oder sonst wem verglichen wird. Es ist ein Stück Meinungsfreiheit und es ist auch erlaubte Meinungsfreiheit. Wie kann man diesen Menschen untersagen, das zu tun oder ihm damit zu drohen, nicht mehr an Eishockeyspielen teilnehmen zu können oder an einer Olympiade? Wo sind wir denn?
Und das Ganze ist sowas von verlogen. Sowas von verlogen. Da belobigt der Justizminister Maas eine Band mit dem Namen Feine Sahne Fischfilet. Klingt ganz prima. Aber sie ist eine linksextreme Gruppierung, die zu Gewalt aufruft, zu Gewalt gegen Polizisten und Deutschland scheiße findet. Und das in jedem Liedtext, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss und wenn es auch so, mir fällt schwer, das so auszudrücken, aber es ist das Fäkalienvokabular der politischen Linken gegen das eigene Land. Es ist ein krankhafter Zustand, in dem sich unser Land befindet. Und dieses krankhafte Verhalten gegenüber seinem eigenen Land, dieses Deutschland ist scheiße, wird von einem Justizminister sogar noch belobigt. Linksextremismus wird offiziell belobigt. Linksextremismus, der sein eigenes Land ablehnt und der im Prinzip nur zeigt, wie krank unser Land ist. Unser Land, unsere Politiker, unsere Regierung. Und ich denke, auch wir selber sind ein bisschen krank, denn wir können uns dies nicht mehr erlauben, einfach nur zuzuschauen und nichts zu machen. Wir müssen handeln. Und wir müssen irgendwann auch sehen, dass wir auf die Straße kommen. Wir müssen diesen Protest bündeln und wir müssen bundesweit uns gegen diese Entwicklung zur Wehr setzen. Sonst wird es unser Deutschland nicht mehr geben und auch die Meinungsfreiheit wird es nicht mehr geben.